Willkommen zurück bei Life is Feudal und ich bin mal sehr gespannt, ob unsere Falle mittlerweile Früchte getragen hat. Ich habe noch ein kleines bisschen irgendwie Dinge getan, weil mir gesagt wurde, wenn diese Falle was fängt, dann fängt sie irgendwie ein Karnickel oder ein Huhn. Und dieses Karnickel und dieses Huhn könnte ich dann irgendwie in einem Gatter irgendwie gefangen halten, züchten, damit die sich vermehren und. So den ganzen Kram, den man dann so macht. Also die Hühner legen dann auch Eier und all so ein Zeug. Und weil ich nicht wusste, wie man so ein Ding baut, habe ich gedacht, naja, vielleicht baue ich hier einfach irgendwie so Zäune hin. Das hat sich aber als falsch herausgestellt. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum ich hier diese schöne Zaunkonstruktion habe. Da habe ich irgendwie rumprobiert. Aber so haben wir jetzt schon fast sowas Ähnliches wie einen Gartenzaun um unsere Hütte. Ist doch eigentlich auch völlig in Ordnung. Das wird sich schon noch irgendwie ein sinnvoller Zweck dafür finden lassen. Das, was ich bräuchte, um das Ding herzustellen, ist erstmal irgendwie Construction 50. Da habe ich jetzt irgendwie 4. Das heißt, ja, das wird noch eine Weile dauern. Vor allen Dingen aber brauche ich dafür Nägel und da scheitert es ja schon wieder dran, weil ich keine größere Lust habe, mich mit dem Bergbau auseinanderzusetzen, beziehungsweise jetzt erstmal noch nicht, weil ich das zeitlich nicht gebacken bekomme. Unser Feld ist hier und sieht irgendwie so, es sieht so aus, als würde da was drauf wachsen, aber ich glaube, das täuscht. Das ist einfach nur das Gras, was hier komischerweise immer noch drüber hängt. Und deswegen, weil ich jetzt nicht die ganze Folge hier stehen möchte und den Pflanzen beim Wachsen zusehen will, habe ich beschlossen, einfach noch ein paar Fallen herzustellen und einfach weiträumiger meine Fallen zu verteilen. Das müsste doch eigentlich auch schon dann eine ganz ordentliche Steigerung finden, also oder ergeben, mit der wir so eine Viecher fangen können und dann uns davon ernähren und vielleicht noch ein bisschen kochen lernen und was auch immer. Dementsprechend muss ich jetzt hier, glaube ich, eine ganze Menge Plant Fiber sammeln. Eine Falle braucht, ich glaube, 2 Äste, 10-mal Plant Fiber und einen Apfel. Äpfel habe ich hier noch. Plant Fiber und Äste werden hier eher das Problem. Und da kümmere ich mich jetzt drum. Also gerade Plant Fiber ist, glaube ich, auf jeden Fall echt mal so richtig ein Sackstand. Und da werde ich jetzt relativ viel Zeit also damit zubringen, irgendwie hier rumzusitzen und auf den Boden einzuschlagen. Aber das gibt mir eventuell die Möglichkeit, meine Studie fertigzustellen, ob ein so ein Quadrat, zumindest für eine gewisse Zeit, einen begrenzten Vorrat an Dingen hat. Ich habe ja jetzt hier gerade 3-mal Plant Fiber rausgeholt, jetzt 2-mal nichts. Und da bin ich jetzt ein bisschen gespannt. Ne, jetzt kam mir wieder was. Da kam, okay, also jetzt haben wir wieder 2-mal was gefunden. Das heißt, ich habe jetzt schon 5 Plant Fiber und 10 brauche ich für eine einzige Falle. Nix. Okay, ich glaube, das wird hier eine ganz ordentliche Aktion. Und da erspare ich euch doch einfach das Zugucken und melde mich wieder, wenn ich fertig bin und all das Zeug gesammelt habe, was ich für ein paar Fallen brauche. So, jetzt habe ich irgendwie den ganzen Kram zusammengesammelt, den ich brauche. Ich habe jetzt 40 mal Plant Fiber, 12 mal Stöckchen, das ist sogar ein bisschen mehr. Also um bei 40 mal Plant Fiber will ich 4 Fallen herstellen. Dafür bräuchte ich dann, glaube ich, wenn ich mich recht erinnert habe, 8 mal Stöckchen. Aber man weiß ja nie, wofür man die Stöcker sonst nochmal so gebrauchen kann. Also create a snare. Snare Trap. So, und jetzt ist die Frage, kann ich dem hier irgendwie sagen, dass er mir gleich mehr als eine herstellen soll? Wahrscheinlich nicht. Muss ich jedes Mal wieder draufdrücken. Aber gut. Und dann denke ich, wenn wir irgendwie mal nochmal hier irgendwo auf der Wiese anfangen mit dem Pferdlesen, wie ich das gemacht habe, als ich das Pferdenlesen entdeckt habe. Denn ich glaube, auf der Wiese konnte man die ganz gut sehen. Und dann das so ein bisschen in den Wald hinein verfolgen und sich dann unbedingt merken, wo die Fallen sind. Sonst wird das jedes Mal ein einziges Chaos, die wiederzufinden. Wie viel kann ich denn davon tragen eigentlich? 100 von 133. Kann ich davon 4 tragen? Ach, es wird schon gehen. Streng dich mal ein bisschen an.
will man das Mittelalter? Achso, aber die Fallen, sieht im Moment sieht es aus, als wären die Fallen selber leichter als das Material dafür. Klar. Die verlieren natürlich an Gewicht, wenn ich sie zusammensetze. So. Okay, also. Können wir die stapeln? Die können wir stapeln. So. Zack, jetzt haben wir hier die vier Fallen. Das Fenster brauchen wir nicht mehr. Schönen Dank. So, also dann fange ich, glaube ich, mal hier irgendwie an. Hunting, Fishing. Track peaceful animal. Ich bin ein bisschen verunsichert, weil da ja früher... Ich glaube, Track weak animal stand. Das hatte ich ja schon gesagt. Aber... das kann natürlich auch sein, dass sich dieses, also dass sich das geändert hat, weil Patches da waren. Entschuldigung, ich war jetzt gerade schon wieder darauf konzentriert, die Spuren weiter zu verfolgen. Hier. Und irgendjemand meinte, er glaube, irgendwie, ich wäre das letzte Mal meinen eigenen Spuren hinterhergelaufen. Ich finde, die sehen ein bisschen anders aus. Aber vielleicht auch nicht. Aber müsste ich nicht mehr Spuren hinterlassen als irgendwie die paar? So viel, wie ich hier rumlaufe? Und, was ich noch gelesen habe, beim Aufstellen der Fallen, beziehungsweise dann beim, beim Berechnen der Erfolgschance, wird wohl ein Wert mit einberechnet, der systeminternen Civ heißt, also von Zivilisation. Und es bedeutet, je weiter weg von meinem, von der Zivilisation, in dem Falle sozusagen meiner Buschhütte da hinten, ich die Falle stelle, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich etwas fange. Soweit war ja das irgendwie klar. Sehe ich jetzt schon wieder die Fußspuren nicht oder gibt es hier keine mehr? Da. Da. Hier. Ist das schon weit genug weg? Nee. Das ist definitiv noch nicht weit genug weg. Da geht's lang, oder? Ja. Und dann geht's hier hoch? Nee, das ist keine Spur mehr. Peaceful. Ich hoffe, dass wir auch wirklich dann ausschließlich friedliebende Tiere finden und nicht hier irgendwie, ne, es soll ja auch Wölfe geben. Hätte ich mir vorher auch doch so einen Bogen bauen sollen. Wo sind die denn jetzt schon wieder, die... Also jetzt habe ich sie aus den Augen verloren. Also das habe ich mir vorhin ja auch schon eingebildet, aber ich glaube, diesmal habe ich sie wirklich aus den Augen verloren. Okay, aber dann können wir ja vielleicht auch einfach mal gleich ein, ohnehin ein ganzes Stück weg von... Wo ist unser Teil? Da ist unser Teil. Hier ist so eine Lichtung und hier auf dieser Lichtung... Die endet hier hinten und da ist noch so eine andere Lichtung. Okay, also dann gucke ich jetzt mal hier nochmal nach Spuren. Ich mache das auf jeden Fall echt, glaube ich, extrem uneffektiv. Ihr müsst mir das nachsehen. Das ist alles noch immer noch Learning by Doing, auch wenn wir jetzt mittlerweile in Folge 9 sind oder so. Hm, hier haben wir was. So, und ich glaube, ich werde einfach hier die erste Falle aufstellen. Fishing, Hunting, Set a Snare. So. Geht das hier noch weiter? Hm. Da. Da hinten. Und hier. Hier werde ich auch noch eine aufstellen. Wenn ich die eine von der, also die, ja, die eine von der anderen aus sehen kann, glaube ich, fällt mir das dann leichter, die wieder einzusammeln. Na, das müsste jetzt doch eigentlich so einigermaßen funktionieren, dass ich die sehen kann, oder? Hm, vielleicht auch nicht. Okay, also aber zumindest dann von der von dem Ende der einen Lichtung in die Richtung der anderen Lichtung weiter. Das kann ich mir schon mal merken. Oh ja, jetzt sind sie weggegangen, aber hier habe ich sie noch gesehen. Sind natürlich auch ganz schön große Fußspuren dafür, dass ich hier angeblich Hasen oder Hühner fangen soll. Also sind das wahrscheinlich eher Elchspuren und es ist total sinnlos, wenn ich hier die Fallen
in der Nähe von Elchspuren anbringe, oder? Das macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber vielleicht gibt es auch einfach nur diese eine Sorte Fußspuren. Das kann ja auch sein. Hier ist noch eine ganz gute Stelle, glaube ich. Set Snare. Und dann kann ich noch eine danach machen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich die nie wiederfinde, nachdem ich die einmal aufgestellt habe. Aber ich versuche mal, wenn ich jetzt die letzte hingepackt habe, hier den Weg zurückzugehen und die Rückzumale zu finden, um mir so ein bisschen irgendwie zu merken, vielleicht hier so an dem Baum die letzte. Das scheint mir doch gut zu sein. So. Denn dadurch, dass ich die nicht halten und züchten kann, weil ich dazu ja nicht in der Lage, ich bin ja nun mal nicht in der Lage, Nägel herzustellen. Da brauche ich jedes Mal eine neue Falle. Ne? Deswegen habe ich, ich dachte irgendwie, wenn ich jetzt so viele mache, ne, dann ist das ja vielleicht gar nicht blöd. Ich habe sie jetzt schon außen, aber ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr, wo die andere war. Da. So an dem Hügel dran. Und von hier aus zu der Baumgruppe, hätte ich gesagt. Ja. Die ist hier richtig schlecht zu sehen, aber zu der Baumgruppe, das kann ich mir merken. Und die andere ist hier auf dem Hügel. So, und die nächste müsste eigentlich nur ein kleineres Stückchen hier runter sein. Man kann ja ein bisschen diesen Aufbau sehen von dieser Falle, so dieses Stöckchen. Das sieht aber irgendwie diesen komischen Pflanzen, die hier auch überall aus dem Boden ragen, nicht so unähnlich. Deswegen ist es dann schwerer macht auf Distanz, die Falle von diesen Pflanzen zu unterscheiden. Ich finde jetzt schon wieder hier vorne, aber da war, glaube ich, der Abstand größer. Hier vorne hatte ich doch eine hingebaut. Irgendwo auch bei den... Da. Genau. Auch direkt bei den Bäumen. Muss ich mir mal aus der Richtung merken. Genau, mittig zwischen den zwei relativ großen Bäumen vor der großen Lichtung. Da. Und die andere war doch gleich hier vorne. Ich sehe sie. Da. Okay. Okay. Also, das versuche ich jetzt nochmal von unten. So. Das versuche ich jetzt nochmal von unten. Einfach nur irgendwie, dass ich nicht jedes Mal... Da müsst ihr jetzt leider durch. Wenn ich hier hochlaufe am Rand... Okay. Dann komme ich hier so auf diesen Hügel hoch. Und auf diesem Hügel sehe ich, dass das hier so ein bisschen wie so ein leichter Trampelpfad in diese Richtung geht. Und dann komme ich an meiner ersten vorbei. Und wenn ich von meiner ersten Richtung der zweiten Lichtung laufe, zwischen den zwei großen Bäumen, das müsste dann hier sein, genau. Und von der aus gesehen, am Rand der Lichtung lang. Ist richtig, am Rand der Lichtung lang. Eine habe ich schon wieder vergessen. Just in diesem Moment ist es mir entfallen. Wo war die dritte? Also das ist doch... Doch, das ist die dritte. Natürlich, das ist die dritte. Und da hinten, direkt bei dem Baum, ist die vierte. Okay. Gut. Okay, das ist doch klasse. Jetzt werde ich nochmal versuchen, die allererste zu finden, die ich vor zwei Folgen gelegt habe. Achtung, er schnauft gleich wieder. Nicht, wenn ich es verhindern kann. So. Ich glaube, bei der, ne, merke ich mir das ja immer mit dieser komischen Delle im Waldboden. Und mittlerweile weiß ich, dass da auch irgendwo noch gefällte Bäume rumliegen. Das hilft dann auch immer ein bisschen. Und das ist, glaube ich, auf der anderen Seite von meiner Hütte. Oh, Verzeihung, hat nicht aufgepasst. Dieser Typ. Noch ein bisschen spazieren gehen, bis er wieder fit ist. So. Ich kann mal noch einen Apfel essen. Zack. Ich gucke jetzt auch gleich nochmal nach meinen Feldern, was da so passiert ist. So, wenn ich jetzt hier am Baumschlag nach oben laufe, so, dann, ich glaube, ist das hier diese... Oh.
Ach, da könnte ich mich wieder aufregen. Egal. Also, mehr über mich selber als über alles andere, gebe ich gern zu. So, hier sind diese gefällten Bäume. Und dann war das nicht hier, sondern da oben oder so. Irgendwie so. Ja, genau. Okay, da ist auch immer noch nichts drin. Okay, wir geben nicht auf. Das kann alles noch werden. Jetzt überprüfe ich nochmal ganz kurz mein Feld. Und bis zur nächsten Folge habe ich garantiert auch rausgefunden, ob und wenn ja, wie... Das wird ein Running Gag, ich schwöre es euch. Ob und wenn ja, wie ich diese Felder bewässern kann, / muss. Und dann könnte ich eigentlich auch noch ein bisschen mehr anpflanzen, wenn das einmal funktioniert. Hier ist irgendwie nichts zu sehen. Ich traue mich ja auch nicht, zu dicht ranzulaufen. Das ist ja mein Trauma, dass die Felder kaputt gehen, wenn ich drauf trample, so wie das bei Seven Days to Die ist. Deswegen will ich lieber nicht drauf rumlaufen. Aber es ist nichts zu sehen. Deswegen weiß ich halt auch nicht, ob Farming ist immer noch weg. Tja. Ja. Also wer von euch Erfahrung hat mit der Farmerei, ist herzlich eingeladen, sie mit mir zu teilen. Funktioniert das so? Mache ich das komplett falsch? Oder muss ich einfach nur mehr Geduld haben? Also ich meine, es wundert mich jetzt überhaupt nicht, dass hier noch nichts wächst. Das versteht mich da bitte nicht falsch. Es ist ja live und Life is Feudal. Wahrscheinlich wächst hier nächste Woche. Irgendwie sehe ich hier wahrscheinlich Keimlinge oder so. Aber so eine irgendeine visuelle Rückmeldung darüber, dass ich das richtig gemacht habe, das sind manchmal noch so Sachen, die ich mir irgendwie wünschen würde, weil man ja doch immer nicht genau weiß, ob die Dinge so logisch funktionieren, wie man sie sich vorstellt. Also manchmal wünschte ich mir eben einfach ein bisschen mehr Rückmeldung vom Spiel. So funktioniert das, so wie du das gemacht hast, das war richtig. Also es muss mir ja nicht sagen, wie es geht, aber wenn ich es richtig gemacht hatte, hätte ich gerne irgendwie den Daumen nach oben oder irgend sowas. Das war richtig. In diesem Sinne hoffe ich also, dass meine Landwirtschaftsversuche von Erfolg gekrönt werden. Wir werden nächste Folge die Fallen abklappern, gucken, ob wir da was gefangen haben. Ich werde wahrscheinlich einfach den Server mal irgendwie ein bisschen weiterlaufen lassen. Und ja. Und dann sind wir vielleicht schon wieder 3 Schritte weiter. Ich bewundere jetzt hier noch ein bisschen meinen Zaun, während der Abspann läuft, und sage euch danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.